Hallo und herzlich willkommen zurück in den Königreichen von Amalur. Oh, da ist noch eine Truhe. In den Königreichen von Amatruhe. Anni, hier ist so ein Blumewitz und hier ist... Ach, hier, guck mal. Aha, durchsuchen. Taucht aber auch nicht, sondern kniet sich hin. Finde ich gut. So, wir räumen hier erstmal ganz kurz die Kisten weg. Wir müssen gleich in die Höhle der Expedition folgen. Ich dachte mir, ich räume hier vorne noch das Lager auf. Wir wollen ja nichts schmutzig hinterlassen, denn dieser Ort gehört nicht uns. Hier ist die Truhe schwer. Nehme ich mal ein Prismär Dietrich. Ah, toll. Primitives Stahlgroßschwert. Hat sich voll gelohnt. Und bevor wir jetzt folgen, würde ich gerne südliche Passage erkunden, Ettin-Schamanen töten, südliche Passage. Bevor wir das tun, gehe ich mal ganz kurz auf die Weltkarte. Wir kommen ja hier in Helix Lager, kommen wir ja zurück. Wir haben noch 3 Schamanen übrig. Das heißt, 2 haben wir down. Eigentlich haben wir viel mehr Schamanen down. Aber, die zählen ja nicht. Es zählen nur die Schamanen, die einen eigenen Namen haben, wie es aussieht. Und die anderen 3 kriegen wir dann auch noch kaputt. Da bin ich ziemlich von überzeugt. Jetzt aber erstmal einen Mini-Abstecher. Wie immer, Sachen verscherbeln, bevor wir auf die Expedition gehen. Sachen verscherbeln und Platz schaffen. So. Hallo, Freunde. Es gibt noch immer viel zu tun, bevor der seidene Sitz wieder das ist, was er einst war. Aber ich habe Billes hart arbeiten lassen, um ihn zumindest so wieder herzurichten. Also, was kann ich für euch tun? Der arme Billes, aber Arbeit findet er hier ohne Ende, das kann man mal sagen. So, das weg, das weg, das weg, das weg. Das weg, die grünen Sachen, Roben der Blitzabwehr, Stahl. Da gucke ich mal ganz kurz, ehrlich gesagt. Möge die Witwe euch verschonen. Ja, die Witwe ist tot, man lernt's endlich. Check's, Alte. So, Blitzschlittenhammer, dröhnender Hammer. Den dröhnenden Hammer können wir eigentlich auch verkaufen. Betäubungsdauer ist toll, aber okay, hier haben wir Winterelben-Handwickel. Mana-Generation, Mana-Regeneration, Eisschaden, Eisresistenz plus 10% Mana. Ist natürlich ein Traum, also gar nicht. Aber können wir nicht brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Rüstung, weil wir ja auch oft etwas näher dran kämpfen. So, Gamaschen des Läufers haben wir hier, Gamaschen des Geysirs, plus 5 Volltrefferschaden, Volltrefferschaden, dafür wollte ich das nicht aufgeben, Stahlbeinschienen, da können wir Gemmen reinballern, Blockeffizienz, die schmeißen wir erstmal nicht weg, die Stahlbeinschienen. Ne, die hier, da haben wir das Set, das ist natürlich ganz toll, aber das können wir auch nicht ewig mit uns rumschleppen, ich wette, da gab es auch schon Kommentare, deswegen würde mich nicht wundern, hier Blockeffizienz, was haben wir hier, einfach Volltrefferschaden. Und wir brauchen ja inzwischen auch eher ein bisschen Block als Magier gerade. Wenn wir Magier sind, brauchen wir auch mehr Block. Oder später auch, naja, als Tank nicht unbedingt. Wir wollen ja die Mischung aus Damage-Dealer und Tank irgendwie hinkriegen später. Und hier haben wir auch noch eine Fassung. Das heißt, wir bräuchten dann eigentlich Gemmen. Wenn ich jetzt also das Ding hier habe, ausrüsten, vergleichen, zu Plunder hinzufügen. Ich frage mich gerade, Gegenstände. Ach, das war noch gar nicht Aphiblos. Kandorok kennen wir schon. Tilt-Sammlung. Und irgendwo hatten wir Lexikon der Bestien und Kreaturen. Ein gnomischer Text über die Riesenspinnen von Amalur. Lesen wir aber ein bisschen später, weil jetzt möchte ich mal ganz kurz... Gemme der Kultivation. Gemme des Feuerschildes. In Rüstungsfeuerresistenz plus 5 Körperschaden. Fasse diese Gemme in einer Waffenfassung ein, um die Effektivität der Waffe zu erhöhen. Okay, die Frage ist nur, wie fassen wir das ein? Das weiß ich ja eben noch nicht. Zurück. Quests, Schicksale, Techniken. Hier übrigens ganz kurz einen Überblick über die ganzen Techniken, die man so machen kann und wie die funktionieren. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte jetzt weiter gucken im Inventar. Das müssen wir bestimmt in der Schmiede machen, oder? Die ist ja zum Glück gleich hier in der Nähe. Zerlegen, herstellen. Magier, Handwickel, aha. Auswählen. Ich würde gerne eher wissen. Handschuhe. Ein Schild können wir herstellen. Ein Kürass können wir herstellen. Waffen können wir momentan keine herstellen. Einen Handwickel können wir schon selber machen. Baumwollhandschuh. Okay. Einfacher infizierter Griff. Plus 5 Giftschaden. Oh. Plus 3% Volltrefferchance. Sekundärkomponente, das sieht aber ganz gut aus. Wenn wir 10% Giftschaden machen, aber plus 5% Giftschaden heißt, das sind plus 5 oder plus 10 mehr von dem Giftschaden, den wir machen. Wir machen momentan keinen Giftschaden. Lohnt sich also so eher nicht, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ein Kürass. Kettenbrustpanzer, 66 Rüstung. Hier. Und dann haben wir noch großes Futter, plus 15 Giftresistenz, plus 4 Rüstung.
Plus 1% Erfahrungsbonus, lalala. Da würde ich das abgewetzte Futter mit reinmachen. Gucken wir mal. So, 70. Kyras, lalalala. Bestätigen wir mal die Herstellung. Und dem geben wir jetzt mal irgendwie einen Namen. Wie nennen wir den mal? Pass auf. Können sich wieder alle beschweren. So, sexy Unterwäsche. Wir tragen dann gleich wieder sexy Unterwäsche. Entschuldigung, finde ich gerade lustig. Über eigene Witze lachen ist ja immer noch das Beste. So, wir haben hier 11 Schild. Ah ne, hier 22 Schild. Und dann gehen wir da, da haben wir Volltrefferschaden plus Rüstung, Blockeffizienz, Nahkampf plus 4 Rüstung. Und haben hier sexy Unterwäsche, stimmt zwar nicht ganz, wir haben einfach einen Kürass angezogen. Jetzt gucken wir hier, Stahlstulpen, 25 Rüstung, hier 6. Stahlstulpen, ich würde gerne, ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie man die sockelt. Da brauchen wir bestimmt irgendwie so ein Gemmen-Ding, ne? Was haben wir hier? Volltrefferschaden mit Magie. Okay, die können wir nicht anziehen, Stahlbeinschienen. Von 6, da haben wir 5 Blockeffizienz. Wir müssen halt nur wirklich ein bisschen mehr blocken. So, Kapuze des Läufers. Da haben wir momentan eh nichts anderes. Winterelben, Handwickel, der Handschuh des Läufers. Momentan Stahlstulpen. Konsumgut, Accessoires. Haben wir da auch wieder was Neues? Ach ja, ein Ehering, der engen Connect Holm gehört. Einen verrückten Tischler, also er sieht wertvoll aus. Aber den schmeiße ich ja nicht weg. Das kann ich ja nicht machen. So, wir sehen jetzt aus wie ein bisschen wie so ein Flickwerk mit den Beinschienen, aber egal. Wir verlassen mal ganz kurz die Lokalität und ich betrete mal ganz kurz unser eigenes Häuschen. Wo ist denn... Ich weiß immer nicht, was unser Haus hier ist. Was zischt denn da so? Das hier ist nicht unser Häuschen, ne? Das ist das Wauner-Haus schon wieder. Das hier mit dem Brunnen. Die Weberkarte, ne? Also, da gehe ich mal wieder in die Truhe und dann lege ich mal wieder Sachen ab, die wir erstmal so nicht brauchen. Zum Beispiel einen Blitzschlitten würde ich Winterelben Handwickel kann ich ablegen. Econix Ring lege ich ab. Und das, was wir hier nicht brauchen, das können wir ja einfach, weißt du, 19 Heiltränke haben wir noch. Die reichen noch 2 Minuten. Hier könnte man noch notfalls noch welche machen. Was hat man denn unten eigentlich? Gemmenschleifer, den haben wir ja doch einfassen, siehst du? Hier ist eine Liste deiner verfügbaren Ausrüstungsteile, die doch mindestens eine freie Fassung besitzen. Wähle den Gegenstand aus, dem du eine Gemme hinzufügen möchtest. Die Stahlstulpen haben momentan Blockeffizienz. Roben der Blitzabwehr. Die haben wir aber nicht an, ne? Ausgerüstet. Die sind nicht ausgerüstet. Die Stahlbeinschienen, die sind ausgerüstet. Du kannst dem Gegenstand, den du gerade ausgewählt hast, nun eine Gemme hinzufügen. Verschiedene Gemme besitzen auch unterschiedliche Effekte. Ein Feuerschild, wir haben nur eine einzige Gemme, das ist natürlich ein bisschen mau. Ich versuche mal herzustellen. Waffengemmen. Brauchen wir momentan eh nicht. Rüstungsgemme. Trübe Schutzsterbe. Jetzt haben wir natürlich keine Rezepte dafür. So, ich mach mal Schutz. Und dann mache ich mal eine physische Scherbe. Was passiert denn, wenn ich 2 Trübe zusammenfasse? Dann kommt was daraus? Eine Gemme der Erhabenheit. Plus 10% Rüstung. Okay, aber ich kann Gemmen noch nicht aufwerten, oder? Das kann ich nicht machen. Hallo? Ich hätte gedacht, eine Schutzscherbe plus physische Scherbe, dass die, aber das müsste ja auch Rüstung geben eigentlich. Trübe physische Scherbe, hä? Gift, Magie, ich kann hier einfach offenbar nur die... Ach nee, ah, jetzt geht's, okay, Giftresistenz, nee, will ich nicht. Magie-Scherbe ist Elementarresistenz, okay. Jetzt geht's, plus 9% Körperresistenz. Ich glaube, ich müsste einfach plus Rüstung machen hier, ne? Plus 10% Rüstung. Bestätigen, du hast eine Gemme hergestellt, juhu! Ich freue mich sehr. Jetzt mache ich mal ganz kurz einfassen. Und zwar in die Stahlbeinschienen. Huch. Der Erhabenheit. So. Möchte ich da gerne einfassen. Und hier Fassung Funktion haben wir da noch. Das heißt, wir machen jetzt noch eine Funktionsgemme.
herstellen eine funktionsepische Gemme ist natürlich auch schön. Da haben wir hier noch eine Schutzscherbe und zwar Schutz physisch. Plus 1 Lebensgeneration, Regeneration pro Sekunde. Schön. Hallo? Achso. Plus 14% Leben ist auch nice. Regeneration gefällt mir aber fast besser. Plus 10 Leben. Plus 14% Betäubungsdauer. Plus 10% Leben. Eisscherbe plus 10% Leben. Lebensregeneration. Plus 10% Leben, plus 10% Leben, plus 1 Lebensregeneration. Okay, trübe physische Scherbe. Mache ich gerade mal eine. So, weiter. Und die fassen wir dann auch gleich mal ein. Ich kann es kaum fassen. Huch. Doch, der Wiederbelebung. Sehr gut. Einfassen, bestätigen. Jetzt haben wir nur noch die Stahlstulpen. Die haben noch eine Rüstungsfassung. Da stellen wir auch noch mal ganz kurz eine Rüstungsgemme her. Rüstungsgemme und zwar, da würde ich auch gern 10% auf Dingens machen. Feuerscherbe oder vielleicht physisch. 9% Körperresistenz wäre vielleicht ganz gut, gerade gegen Wölfe und wenn die Ettins rumschlagen. Allerdings bringt Rüstung dann natürlich genauso viel. Hä? Ah ja, ach, das ist ja wieder eine physische. Ja, ja, ja. So, dann mache ich mal ganz kurz noch eine Schutzscherbe. So, plus 10% Rüstung, zack. Bestätigen wir einfach mal und die fassen wir natürlich auch gleich mal ein. Einfassen, Stahlstulpen. Gemme der Erhabenheit. Einfassen, bestätigen. So, die Waffen haben natürlich... Die haben gar keinen Schlitz, sage ich mal. Sturmwind. So. Hier können wir wieder ein bisschen den Kräutergarten plündern. Wenn wir schon mal da sind, machen wir das einfach mal. Kein Reagenzien, Mann. Wie unfair. Und ich frage mich immer noch, wo die Spinne sein soll, die der Typ erwähnt hat. So, jetzt können wir aber raus aus dem Haus und jetzt reisen wir wieder zurück. Das hat jetzt lang genug gedauert. Huch. Und dann würde ich sagen, einmal kurz mit der Karte Schnellreise zur Expedition. Ich hoffe, wir sind jetzt ein bisschen besser ausgerüstet. Sicher bin ich mir nicht. Wir reisen zu Helix Lager. Ja. So. Und da sind wir wieder zurück. Hab's ja versprochen, dass wir in dieser Folge hier in die Schlucht gehen, aber haben wir uns vorher noch ein bisschen ausgerüstet. Muss ja auch mal sein. Und dann gucken wir mal. Die Zeit der Erlösung steht bevor. Es herrscht Wildheit in den Zähnen von Naros. Seit die Felsen noch jung waren. Seit der Wind nur ein Kind war. Und nun steht mein auserwähltes Volk vor dem Scheideweg, dieses Land zu zählen oder ihm zu unterliegen. Einst dachte ich, niemand könne die Sterne dieser Welt verändern. Und doch gibt es nun einen, die es kann. So kommt, Schicksalslose. Ich berufe euch. Das kam jetzt überraschend. Wer ist die Dame? Und wo ist die Expedition? Sind die schon ohne mich losgegangen? Ich habe doch nur 12 Minuten gebraucht. Wir hätten ja ruhig mal warten können. Und was sind das für... Das gäbe auf jeden Fall ein frivoles Omelett. Wo ist die Expedition und was ist dies für eine Schriftrolle? Denriks Tagebuch 1. Tag 14. Habe kaum noch Vorräte und Wasser. Ich lecke jedem noch so widerliche Flüssigkeit von den Steinen und ernähre mich von Flechten, die ich von den Felsen rupfe. Zunächst sind sie bitter, aber nach einiger Zeit schmecken sie, wie soll ich sagen, wie ein Lächeln und Blut und Schreie und Rauch und Dung. Ich glaube, ich gönne mir noch ein paar. Was ist das eigentlich für eine Höhle? Da hatte wohl jemand eine Schwäche für Kohlenbecken und Säulen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich komme mir neben ihnen wie ein Kind vor. Haben hier einmal Riesen gelebt? Oder bin ich geschrumpft? Vielleicht hätte ich nicht so viele Flechten essen sollen. Ja, Denrik, hättest du nicht. Und vor allen Dingen jede noch so widerliche Flüssigkeit. Guck mal, hier ist eine Wasserpfütze. Kaltes, klares Wasser. In der Höhle hier Wasser zu finden?
wo es selbst Gras und Blumen gibt? Kann doch so schwer nicht sein, eigentlich. Und oh. Ah, sieh mal einer an. Und wer ist das? Ach, das ist die Expedition. Ha, ha, ha. Na, dann wollen wir dir mal beistehen. Na komm, schlag die nicht hier rum. So. Hier brauchen wir das jetzt momentan eh noch nicht. So ein paar Riesenspinnen, die kriegen wir ja weg. Dem Zauberer müssen wir ja nicht unbedingt helfen. Ach, die Riesenratte ist eh tot. Dann folgen wir den einfach mal. Ich schneide euch in Streit. Mich? Warum? So. Können wir bitte weiter? Ach so, nee, Entschuldigung. Nur keine Unbesonnenheit. Nee, nee, ich habe den niedlichen Nager nicht gleich sofort gesehen, dass er noch lebt. Oh, was denn hier los? Was zur Hölle ist das für ein Ding? Was ist? Das ist ein Toter. Das... Was ist das? Es sieht aus, als bestünde es aus Stein, aber dieser Fleck... Das ist Blut! Das Ding ist aus Fleisch! Ich werde nicht hierbleiben, um herauszufinden, was dieses Ding getötet hat. Dieser ganze verdammte Ort ist verflucht. Verschwindet! Dieser verfluchte Feigling. Keine Ahnung, was Krach so aus der Fassung gebracht hat. Das ist doch nur eine Statue, die irgendjemand umgestürzt und mit Blut beschmiert hat. Soll der Magier doch zu seiner Mutter rennen. Wir brauchen ihn nicht. Seid nicht ganz so überheblich, denn es scheint eher so, als könnte ihr irgendetwas lebende Objekte versteinern. Oder vielleicht auch später Tote, ich weiß es nicht genau. Wir wissen nicht mal, ob es überhaupt eine Leiche war. Es könnte auch eine Statue gewesen sein, die irgendein Ettin mit Eingeweiden verziert hat. Oder etwas in der Art. Na, bin ich mir nicht so sicher. Ich fasse es nicht. Dieser feige Magier. Tja, was nehmt ihr auch so einen mit auf die Expedition? Wer stellt hier aber diese Kisten hin? Und warum nimmt niemand diese Kräuter mit? Diese vortrefflichen Kräuter. Und warum guckt niemand sich diesen Statuenkopf hier an? Ich dachte, das wäre eine Expedition. Moment, wartet. Oh. Mir gefällt nicht, wie dieser Gang dort vorne aussieht. Das ist Zverys Fachgebiet. Lasst sie hier die Führung übernehmen. Natürlich. Oh-oh. Was soll das? Erst verwandelt sich der Magier in einen Feigling? Und dann stirbt Zveri ausgerechnet bei der Aufgabe, die sie am besten beherrschen sollte. Soll das alles ein Witz sein? Was kommt als nächstes? Eröffnet ihr mir, dass ihr in Wahrheit ein Kobold mit einer schlimmen Form der Krätze seid? Ich sollte bei meiner Zusammenstellung meiner Expeditionen eindeutig sorgfältiger sein. Ach, was soll's. Gehen wir einfach weiter. Von hier aus schaffen wir es auch allein. In Wahrheit bin ich ein bärtiger Mann, der ein Rollenspiel spielt. So, was machen wir jetzt, wenn die beiden tot sind? Wir gehen weiter. Kach war vollkommen nutzlos. Und Zveri wird niemandem mehr helfen können. Es scheint, als wäre es von Anfang an auf uns beide hinausgelaufen. Jetzt müssen wir eben versuchen, zu zweit so gut wie möglich zurechtzukommen. Es wird nicht leicht werden. Aber ich hatte schon befürchtet, dass so etwas passieren könnte. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis wir ganz alleine sind. Und ich weiß, der Kach ist nicht tot, aber eigentlich schon. Kommt. Er weiß es noch nicht. Zveris Tod einen Sinn geben. Ja, aber lauft nicht alleine weiter. Ich will hier zumindest erstmal gucken. Naja, gut. Viel ist ja auch nicht zu holen. Ih. Was bist du denn?
Aber irgendwer muss ja diese Arbeit legen. Diese Eier legen. So, der kommt ja selber klar, der Typ. Aua. Schrei mich nicht an. Ich bin sensibel. So, gegen Feuer sollten die doch etwas allergisch sein mit den Federn. Was jetzt zur Hölle waren das für Dinger? Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Natürlich habe ich von den Gefahren in diesem südlichen Land gehört. Mhm. Aber haben sich denn die Götter selbst gegen uns verschworen? Tja, warum auch nicht? So, nachdem wir einfach reinplatzen und alles angreifen, was hier schon seit Ewigkeiten lebt, was hier schon überall Eier gelegt hat. Was heißt hier, die Götter gegen uns verschworen? Wir haben uns doch gegen die Kreaturen hier verschworen. Das ist doch der Grund. Und diese ganzen Küken hier, die werden jetzt allesamt ohne ihre Eltern aufwachsen. Wir sind der Grund. Wir sind die, die sich verschworen haben, mein Freund. Die wir arglos durch irgendwelche Höhlen laufen, versuchen uns die ganzen Länder untertan zu machen. Oh, 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 hätte ich reparieren müssen. Alter, komm klar. Ach ja. Da hätte man doch da gern einen Wellensittich. So, der Vogel ist auch hinüber. So, der ist ein bisschen betäubt. Da kann man gleich mal reinschlagen. Ach, der lebt ja noch. Na, wartet. Wartet einen Moment. Eines dieser verfluchten Biester hat mich schlimmer erwischt, als ich dachte. Ich glaube, ich muss mich kurz ausruhen. Mhm. Hört zu. Ich werde hier auf euch warten. Kundschaftet ihr einen weiteren Weg aus und versucht, einen Lagerplatz für uns zu finden. Das heißt dann übersetzt, ihr macht die ganze Arbeit und ich humple ein wenig hinterher. Ich freue mich. Kommt ihr allein zurecht? Könnt ihr mal aufhören, so einen Wirbel um mich zu machen? Es bringt keinem von uns etwas, wenn ihr hier bleibt. Wir müssen einen Platz für ein Lager finden. Na gut, ich hoffe nur... Hier, nehmt einen Heiltrank. Ich nehme ihn gerne. Aber ich werde warten, bis ich ihn wirklich brauche. Es wäre doch eine Schande, das gute Zeug zu verschwenden, meint ihr nicht auch? Ah... Und jetzt geht. Ich muss mich ausruhen. Findet so viel heraus, wie ihr könnt und kehrt dann zu mir zurück. Nun gut, das kriegen wir hin. Kommt ihr wirklich zurecht? Ich hatte euch doch gesagt, dass ich zurechtkomme. Und euren Heiltrank hebe ich mir auf, bis es wirklich schlecht aussieht. Und jetzt sucht uns einen Ort, an dem wir lagern können. Nun gut, lebt wohl. Ich komme zurecht. Geht schon. Die Betonung liegt natürlich auf lebt wohl. Ich würde mich auch direkt, wenn ich verwundet wäre, würde ich mich direkt an den Vogelarsch setzen. Es gibt nichts Schöneres, wo das Bein schneller kuriert. Das ist ja unglaublich. So, ich muss Schädelspalter dringend reparieren lassen, wie es aussieht. Kann ich das selber? Würde mich mal interessieren. Wir haben ja Reparaturkits. Konsumgut? Ist das ein Konsumgut, so ein Reparaturkit? Eigentlich ja nicht, weil man konsumiert es ja nicht. Okay, aber ein Gegenstand ist es doch bestimmt. Reparaturkit. Auf Schädelspalter. So, Schädelspalter ist repariert. 20 von 22. Hat ja gut funktioniert. Haben wir Reparaturkits. Das ist ja geil. Muss ich nicht immer sofort zurückbieben. Was ist das denn hier? Heilige. Die Muster sehen aus wie bei Daylight. So, hier haben wir ein Kistchen. Sieht cool aus, irgendwie die Kiste. Und hier haben wir Denriks Tagebuch Teil 2. Ich sollte dem Etten dankbar sein, dass er mich in diese Höhle gejagt hat. Es ist recht geräumig hier drin. Allerdings bin ich nun schon so lange hier, dass ich nicht weiß, ob ich je wieder hinausfinde. Ich bin diesen Lampenlichtern gefolgt. Sie würden mich gewiss nicht in die Irre führen, oder? Natürlich nicht.
Mann, ist das dunkel hier. Stockdunkel. Als hätte jemand alles mit Pech übergossen. Licht ist aber gut. Es wärmt mich und sagt mir, wohin ich gehen muss. Allerdings sieht mein linkes Bein übel aus. Immerhin lässt es sich recht gut nachziehen. Wer in aller Welt hat hier eine verdammte Klippe eingebaut? Hatte wohl zunächst keine Ahnung, wie die fertige Struktur aussehen würde. Arme Barbaren, wer sie auch waren, mussten vermutlich auf Stühlen stehen, um hier irgendwas auszurichten. Ist auf jeden Fall ein sehr eigener Kopf, der Typ, muss man zugeben. So, hier kriegen wir ein bisschen Gold. Ich lasse die Dinger da mal einfach stehen und drück mal hier auf den Button. Alter, diese coolen Türmechanismen. Weißt du, wir Menschen haben Türen, klapp auf, ist die Tür offen, aber hier Schwing-Ding, Hebelmechanismen. Und wie komme ich dann zurück zu dem Typen, wenn ich hier runterspringe? Okay, einen Ausgang finden. Hier ist gerade alles zusammengebrochen, wie es aussieht. Wir kommen gar nicht mehr zurück. Na dann, suchen wir mal einen Ausgang. Ich sehe aber, wir sind nicht alleine. Geil! Einfach vom Beil umbringen lassen. Kutte des Balsams, hier ist noch ein Kistchen. Nehmen wir natürlich auch, ein wilder Hammer. Na, du bist mehr ein wilder Hammer. Der Hammer, Mama. So, Nein! Ach, Kacke. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Aua, 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 aua. Alter, wo kommen die alle her? Du hast ja eine Krankheit eingefangen. Suche entweder einen Heiler auf oder trinke einen Genesungstrank. Das ist auch mal neu. So, die lebt nicht mehr, die sah gerade nur so aus. Wir haben also eine Krankheit. Mit was haben wir uns denn angesteckt? Wir brauchen einen Genesungstrank. Ich guck mal ganz kurz im Inventar, da haben wir doch bestimmt beim Konsumgut einen. Genesungstrank, 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 Krafttrank, wir haben 1000 Milliarden Tränke, aber wir haben keinen einzigen Genesungstrank. Nein, haben wir nicht. Na toll, sind wir eben krank. Ich hoffe nur, dass die Krankheit nicht schlimmer wird. Die wird uns wahrscheinlich ein paar Stats abziehen, aber ich hoffe, das war's dann auch. So, ist hier nichts, was uns Schaden zufügt? Nein. Ich gucke jetzt hier irgendwie nach Tretminen oder sowas. Aber vielleicht sollte ich da eher vor Knöpfen gucken, vor Kisten und dererlei Gebamsel. Oder einfach da. Da ist noch eine Kiste. Da ist eine Tretmine. Also generell bei engen Passagen. Noch eine... mit Magie. Naja, die mache ich nicht auf. Ich habe nämlich keinen Bock auf einen Fluch. Das ist mir zu übertrieben einfach. Ob da jetzt ein Dietrich abbricht, ist die eine Sache. Aber einen Fluch einzufangen jetzt hier drin... Da habe ich wenig Böcke drauf. So. Welch miese Falle das gerade war. So, ich glaube, hier können wir hinunterspringen. Jups. So, halt. Da gehen die Treppen noch hoch. Achso, das geht ja nur einmal da rum, ne? Sonst ist hier ja nichts. Okay, dann haben wir das. Da ist noch was im Wasser. Ich laufe also einfach mal ganz kurz... Ups. Okay, ich dachte, da wäre jetzt auch wieder irgendwie eine Tretmine. Und dachte mir, ich laufe das einmal ganz kurz ab. Kriegers Schuhe. Aber wir haben ja die Beinstulpen gerade aufgelevelt.
Hier geht die Tür auf. Ich gehe nochmal ganz kurz. Noch eine Schriftrolle. Tag 20. Mein Bein ist inzwischen ziemlich nutzlos. Aber dieser Anblick. Könnte uns Mitaru einen so ruhmreichen Tempel hinterlassen haben? Decken, die so hoch sind, dass man sie nicht sehen kann. Eine Statue, die so seltsam ist, dass ich sie nicht verstehe. Ich kann nicht einmal beschreiben, was ich jenseits dieser Kammer gesehen habe. Für einen flüchtigen Moment habe ich wahre Größe erblickt. Eine Stadt von so strahlender Schönheit, dass sie mit nichts zu vergleichen ist, was ich je gesehen habe. Mitaru wäre niemals mit einer Stadt auf einem Hügel zufrieden gewesen, während diese schwebende Stadt über die irdischen Reiche unter ihr wacht und über deren Bewohner. Erst dachte ich, die Statuen hätten sich bewegt und vielleicht sogar gesprochen, aber ich war zu weit entfernt und konnte nichts hören. Sie waren riesig, größer als zwei Männer und überdies grimmig. Sie hatten die Kraft eines Jotun und wie schnell sie waren. Wehe dem, der ihren Zorn erregt. Ob dies tatsächlich geschah oder nur eine Vision meines Gottes war, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich muss der Welt von meiner Entdeckung berichten. Sie muss von diesem wunderlichen südlichen Land erfahren, von den Riesen und Städten, die auf Stein gebaut sind, die es nicht gibt. Denriks Tagebuch, Teil 3. Scheint tatsächlich ein bisschen verrückt zu sein. Ich meine, immerhin ist ihm auch ein Bein weggefault. Er war also nicht zwingend in bester Verfassung. Oha, und hier gleich... Hier öffnen sich gleich drei von diesen Dingern. Und ich wette, die fallen hinter uns wieder zu. Obwohl, bringt ja nichts. Der Weg, der Rückweg ist ja eh abgeschnitten. Wo kommen wir denn hier hin? Hier schweben tatsächlich Steine. Aber das ist ja kein Gold, das sind nur Steine. Und was ist... Dieser Kopf. Wir sahen ihn bereits in einer Vision. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Was ist dieser Ort? Das werden wir natürlich leider erst in der nächsten Folge herausfinden, wenn, ich weiß gar nicht, Mitaru ist es ja nicht, die zu uns gesprochen hat. Offenbar ist es eine längst eingeschlossene Seele und vielleicht auch diejenige, die den Leichnam in Stein verwandelt hatte oder den Lebenden in Stein verwandelt hatte, der noch blutete. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob sich diese Mysterien in der nächsten Folge offenbaren. Und ob wir die goldene Stadt, die fliegende goldene Stadt, zu Gesicht bekommen und ob das alles nur Hirngespinste eines Verrückten waren.